So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu Schwitzen Days to Die, 10 Days to Die. Ja, wir sind immer noch unterwegs nach Hause und ich schwitze immer noch von der letzten Folge. Es war unglaublich. Unser erster Tod hat uns ereilt. In einem Swimmingpool. Wir sind wenigstens, nass gestorben, oder? Nee, weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir ein paar Erfahrungen gemacht und wissen, ich bin mit dem Schießen immer noch nicht besser geworden. Seht ihr aber auch, wie ich ziele und er in dem Moment so den Kopf wecken nackelt? So, zur Strafe. Ich glaube, wer das Spiel gut kennt, der weiß, jetzt kommt die Animation, jetzt macht der so, ich muss dahin ziehen, nicht? Da kriegt man vielleicht so ein Gefühl für. Aber ich nicht. Deswegen spiele ich auch keine Shooter normalerweise. Ich hätte lieber so ein Aiming-Field, dass ich einfach raufballer, nicht? Also so Schrotflintenmäßig. Da werde ich auch, glaube ich, eher drauf gehen. Bin ich so der gut zielen kann. Das liegt an meiner Augenkoordination, an meinen Augen und an meinen Händen. Die war noch nie gut, die wird auch nie gut werden. Jetzt weiß ich auch, warum das nur 300 weg war, weil wir uns in die falsche Richtung bewegt haben. Ich bin doch die ganze Zeit auf das Ding dazu gelatscht. Ach, wir waren da oben drin. Da oben waren wir. Ach, krass. Okay, das ist ja echt weit weg. Okay, das können wir eh nicht mitnehmen mehr. Da ist unser Haus. Uff. Also die letzte Folge war auf jeden Fall genug Action für die nächsten 3 Tage. So ein Risiko sollten wir auch nicht mehr eingehen. So. Das Gute ist, viel mehr ist durch den Tod auch nicht passiert, nicht? Das ist das einzige Positive, was wir daraus mitnehmen konnten. So, eine Modkiste wollte ich machen. Weil von denen kriegen wir relativ viele Werkzeuge. Wo habe ich den Motor denn hin? Wir hatten noch irgendwo einen Reifen da. Reifen, Scheinwerfer, Motor, das ist noch Nahrung. Munition hierhin. Das ist Heilung, das ist Nahrung, das ist Kram. Wasser können wir eigentlich direkt... Ich nehme mal nochmal mit. Wir essen mal nur so einen Kürbis. Einfach Bock auf einen Kürbis gerade. Bisschen Vitamine nach dem... Anstrengung. Oh, und da war nicht genug Brennholz drin. Wir hatten ja noch Fleisch, nicht? Dann backen wir das mal mit den Eiern noch weg. Und... Nee. Ein davon oder noch ein. Ja, der hätte uns auch nicht geholfen, nicht? Auch hier, nicht? Warum hänge ich hier? Und er geht immer weiter nach hinten. Ich muss dann im richtigen Winkel gucken und... Oh, das... Also das hätte ich gerne ein bisschen anders. Oh, der steht noch im Weg. Aber, ja. Besserer Loot wäre halt schön gewesen.
Und ich muss ja die Kamera manuell runter machen, wenn ich mich ein bisschen zurücklehne. Jetzt muss ich ein bisschen in den Entspannungsmodus. Oh, ja, ja. Wir haben so schön gerade über Gaming-Shares geredet und Stühle. Und dann auf einmal, brumm, kam dieses Haus aus dem Nirgendwo. Nur weil ich mich verlaufen habe. So. Ich meine, es sind noch 5 Stunden. Bis dann schaffen wir doch locker 300 Meter, oder? Wir brauchen eh Steine, ganz viele noch. Für die Pfeile. Wir brauchen Holz. Und vor allem brauchen wir Federn, Federn, Federn. Und vielleicht noch ein paar Hühnchen. Ha, das war der. Jetzt haben wir ihn doch gesammelt. Sehr gut. 500 Meter, ja gut, das kriegen wir hin. Wir haben ja auch noch Essen und Trinken dabei. Und alles, was auf dem Weg liegt, wird einfach mitgenommen. So, ihr kriegt einen vor den Latz. Nicht, dass sie schnell hinterher rennt und uns dann in den Poppes beißt. Ich glaube, hier auf dem Weg haben wir schon fast alle Nester gesammelt. Da muss ich ein bisschen seitlich wieder laufen. Besser. Eisen auch wichtig. Kann sein, dass ich noch zu wenig Eisen habe. Also morgen in der Stadt Eisen sammeln. Wir haben auch noch keine Ranch gefunden, nicht? Die habe ich im anderen Spielstand relativ fix gehabt. Aber konnte sie nicht verwenden, weil ich halt keine Ausdauer hatte. Ich sage ja, jedes Spiel spielt sich wirklich anders. Jeder Durchgang ist anders. Und auch jede Situation in diesem Haus wird sich anders spielen, nicht? Beim nächsten Mal weiß man, vom Pool fernhalten oder vielleicht von außen ans Dach klettern oder so und da Krach machen, dass man sich da gleich eine Rückzugsmöglichkeit gibt in irgendeiner Weise. Guck mal, hat nicht mal eine Stunde gedauert. Da ist sie. Oh, was war da drin? Noch ein Blaubeerkuchen. Davon haben wir jetzt relativ viele. Werkzeuge verbessern. Das ist gut. Ja. Nein, nicht ver... Ich wollte zerlegen. Einen Hammer haben wir auch schon. Können wir auch zerlegen. Was soll ich damit? Aber wir können neue Steinaxt herstellen. Level 3. Und den Bogen auch. Dann können wir die nämlich hier zerlegen. Okay, warte. Der Hammer dauert ewig. Ja, zerlegen. So. Das ist auf jeden Fall gut. Oh, da ist ein Haus. Das Haus. Irgendwo kraucht hier so ein halber Piefke rum. Da ist er. Ich habe einen Level 3 Bogen. 3 Schuss. Kein Treffer. Hey. Da ist noch einer.
Schleichschaden ist auf jeden Fall gut. Ich gehe halt lieber laut rein, nicht? Beim Schleichen erschrecke ich mich einfach viel zu sehr und mein Schleichskill ist nicht so hoch. Ich hab kurz die Orientierung verloren. Oh, auch ein gutes Haus. Wäre aber dichter an der anderen Stadt. Wo hab ich den denn abgeschossen? Den hatte ich schon gelootet, nicht? Nee. Auch noch ein Buch. Sehr gut. Ich meine, das ist ein kleines Haus. Ja, das ist... Als ob hier was läuft, nicht? Ich hasse das. Hm. 19 Uhr, wir müssen langsam... zurück. Okay, lief doch ganz gut, aber... zumindest besser als die bisherigen Sachen. So, das war alles, oder? Mehr hat das Haus nicht, doch oben hat's noch. Oh, 1946. Ich kann doch nicht aufhören zu looten, nicht? Wow. Uiuiui. Der hat mich echt erschreckt. Ich habe extra geguckt und habe ihn nicht gesehen. Meine Fresse. So. Oh ja, das lohnt sich. Oh, das war richtig guter Loot. Oh. Der war besser als in dem Dreierhaus. Der war richtig gut. Ja, das war's, ne? Die beiden Seiten... hinten noch. Da müssen wir uns echt beeilen. Bücher. Okay. Ey, lass mich runter. Also manchmal hängt der einfach irgendwie fest. So, wir essen was, dann sind wir schneller. Wir trinken was.
Wir können auch unten eins hinpacken. Das können wir noch benutzen. Ja. Wir können auch noch das benutzen, sehe ich. Dann können wir da noch was hinlegen. So. Uff. Aber jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug Loot. Wir brauchen wirklich nur noch Pfeile. Und dafür brauchen wir... Ja, entweder suchen wir viele Hühner, aber so viele gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas wie eine Hühnerfarm vielleicht gibt. Aber wahrscheinlich gibt's da dann auch Hunde. Nochmal zwei Wasser auf jeden Fall. Aber da muss ich erstmal gleich gucken, was wir da alles bekommen haben. Also da war einiges Interessantes drin. Noch eine Stunde. Oh oh. Oha. Ist doch weiter weg als gedacht. Ist es das? Ja. Ah, ist doch nicht so weit weg wie gedacht. Es sieht immer erst weiter aus und dann doch nicht so weit. Und dann sind es doch nur 100 Meter und manchmal sind 10 Meter sogar schon entscheidend. Über Leben und Tod, wie vorhin im Pool. Die haben sich aber auch gut aufgeteilt im Pool, nicht? Die sind nicht alle mir hinterher. Der eine ist links rum, der andere rechts rum. Ich hatte gar keine Chance mehr, rauszukrauchen irgendwie. Aber ey, wir sind... Oh. Um eine Erfahrung reicher. Steine nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ich glaube, ich muss die untere noch mal abbauen, nicht? Da kommen die zu schnell ran. Na? Okay. Bin ich jetzt schon an der Leiter? Nee. Jetzt. Mein Gott. Also Leitern und ich werden in dem Spiel auch keine Freunde mehr. Oh, der Tisch kann auf jeden Fall weg. Der stört. Die Holztruhe, die können wir da lassen. Die ist erstmal weitgehend egal. Oh, da wäre noch ein Buch gewesen. Dann wären wir ein bisschen schneller gelaufen. So, was können wir denn noch machen? Gekochtes Ei können wir auch machen. Aber da würden wir unser Wasser verbrauchen. Das will ich nicht. Wir können aber nochmal zweimal Wasser kochen. Okay, wieder wegsortieren alles. Ich hätte Golden Rod, glaube ich, holen müssen. Okay. Was haben wir an neuen Sachen bekommen? Wir haben Schuhe, reduzierte Sammelausdauer, Rüstungswert, mittlere Rüstung, ein bisschen besser. Ausdauer aber schlechter, Beweglichkeit schlechter, Geräuscherhöhung, maximale Haltbarkeit. Finde ich jetzt nicht so gut. Können wir eventuell verkaufen später mal. Reduziert Fallschaden. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich definitiv brauche. Die Frage ist... Ja, die sind noch...
Relativ okay. Zack. Jetzt haben wir reduzierten Fallschaden. So wie ich von irgendwo runterspringe, auf jeden Fall wichtig. So. Zweimal wieder da rein. Taschenlampen-Mod. Das können wir auch hochpacken. Wir haben so viel Wasser, das ist echt geil. Und Steinpfeile nochmal. Ja, da sind wir echt ins Minus geraten. Aber wenn ich die hier einmal auffülle, nicht, dann haben wir nicht so viele Pfeile übrig. Ah, ist eh aus. Ah, wir haben ein bisschen Golden Rod. Den könnten wir noch herstellen. 9 Minuten. Ah, fehlen ein paar Sekunden. Also, die Taschenlampen-Mod können wir noch weglegen. Und die Pfeile sortieren sich. Und dann aufs Dach. Wir müssen das Dach erweitern. Und umbauen. Das können wir auch alles nochmal abreißen. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich muss irgendwas jetzt anders gebaut haben. Oder das Haus ist doch ein leicht anderes. Weil ich weiß, die Dinger lagen auf den da drunter auf. Aber trotzdem war es eine saubere Kante. Aber ich habe hier am Rand nur eins weggeschlagen. Also irgendwas ist komisch. Müsste ich mal gucken, was ich da veranstaltet habe im anderen Haus. Na, aber essen, trinken, nee, also gerade trinken ist jetzt eine ganz sichere Sache. Da sind wir auf jeden Fall. Ja. Sag ich mal, bedient, gut durch. Zum Glück haben wir schon eine Level 3 Axt immerhin. So, und die kann ich nämlich einfach so aufnehmen. Ja, wer will fleißige Handwerker sehen? Ja, der darf nicht hierher kommen. Also flacher habe ich... Also ich habe auf jeden Fall das da nicht weggehauen. Noch nicht. Oder habe ich hier die Kante so gelassen drumherum? Ja, ich, so hatte ich das, genau. Ich hatte das auf der Höhe. Stimmt, und hatte da so ein Loch denn zum Reingucken. Ja, das war nicht geil. Dann ist stimmt's. Dann ist so besser. Und da müssen die nämlich eins hoch. Da habe ich den Fehler eher im anderen Haus als hier. Okay. Der sieht so schräg aus. Ach nee, das ist nur eine optische Täuschung. Dauert trotzdem ewig, nicht? Ich habe ein Level 4 Werkzeug, damit geht das wesentlich schneller.
Aber nicht, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Boah, erschreck mich nicht so. Und das Dach muss weg, weg, weg. Was können wir hier auch schon mal ausbessern? Wenn ich hocke, ist es leiser, nicht? Es ist halt schade, dass man die Töne nicht generell separat besser steuern kann. Nicht? Manche sind wieder so extrem laut, andere sind wieder extrem leise. Aber ein Wassersammler wäre auf jeden Fall jetzt, glaube ich, die Priorität. Ich meine, wir haben zwar Wasser, aber wenn wir jetzt schon Wasser vorsammeln könnten, nicht, dann hätten wir weniger Druck hinten raus. Das würde auf jeden Fall viel vereinfachen. Oh, dass das auch immer zwei Teile sind und beide auch noch 500 fett sind. Also langsam wird's, nicht? Manchmal frage ich mich, wo er hinschlägt. Er zeigt das mir auf jeden Fall nicht an. Schlägt er denn nirgendwo hin? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Schön Krach machen. Jetzt kommen wieder die komischen Geräusche hier nachts. Auf der Seite vom Haus gibt es so ganz komische... ja, Geräuschkulisse. Manchmal pfeift jemand, manchmal singt jemand was. Oder brummelt was. Vorne kriecht doch einer, oder? Hätte er das Klavier? Okay, das ist schon echt mad. Ja, das gehört zum Lied, nicht? Ah, ich habe noch nie wahrgenommen. So, die Dinger sind dann auch falsch. Dann sind wir nämlich auch auf der Höhe von denen. Ja, das macht viel mehr Sinn. Dann kann ich die Dinger hier nämlich weghauen. Ah. Na, guck mal, das ist doch schon eine gute Fläche. Tja, gemütlich.
Ich hoffe, ich reiße mir halt das halbe Haus nicht ein, indem ich aus Versehen mal so eine Stütze hier weghaue im falschen Moment. Oh, oh Mann, das ist immer so übertrieben laut. Wir können noch gucken. Ich kann gleich ja weiterbauen. Wir haben noch einen Punkt. Wo haben wir denn was raufgegeben? Hier hatten wir doch. Das heißt, hier war Level 2. Bogenschießen braucht Level 3. Dann gehe ich hier nochmal auf Beweglichkeit. Dann hätten wir das vielleicht sogar noch für die Tag 10 Nacht, nicht wahr? Okay. Ja, du hast Durst, du kriegst. Ich weiß gar nicht, habe ich den Tausammler schon gelernt? Ich hoffe. Nicht, dass ich dafür noch ein Rezept brauche oder so. Werden wir ja gleich erfahren. Ich würde sagen, ich baue hier noch weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken, ob wir den Tausammler hinkriegen. Bis gleich.